Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge der Skywars Kids-Serie. Heute spielen wir mit dem Spinnenkit. Als Ausrüstung haben wir 64 Spinnennetze, einen Trank der Vergiftung und zwei Tränke der Schnelligkeit. Aber erstmal muss ich die Map wechseln, Freunde, weil ganz viele haben gesagt, ich soll auf Labyrinth spielen oder Phoenix oder Jamaika, wurde mir auch empfohlen. Labyrinth habe ich aber am häufigsten gelesen, deswegen würde ich sagen, fangen wir damit an, aber die gibt es hier gerade nicht. Okay, da haben wir sie auch schon gefunden und ich würde sagen, Freunde, das ist das erste Mal, dass ich eine Teamrunde spiele in der Skywars Kids Serie. Aber ja, falls ihr mehr von der Skywars Kids Serie sehen wollt, Freunde, lasst doch gerne mal ein Like da. Die Runde geht auch schon direkt los. Ich kenne diese Map nicht mal, ist die Sache. Deswegen kann sein, dass ich jetzt erst ein bisschen verplant hier spiele. Mir wurde gesagt, ich soll die Speed-Tränke hier nutzen, um halt gut nach oben zu kommen. Das ist Poison und der Rest ist Speed. Damit kann ich gut nach oben kommen oder sowas. Soll irgendwo hochklettern. Kann ich als Spinne hochklettern? Nein, oder? Ich kann auch nicht, oder kann man mit Speed irgendwo hochklettern? Ich glaube nicht. Aber ich soll mich wohl da drauf stellen und dann Leute runterkicken und mich notfalls saven mit meinen Dingenstränken hier. Wie heißt das? Ach, mit meinem Cobweb. Genau, damit kann ich mich notfalls saven. Ich brauche noch irgendwo, das wäre ganz cool, vielleicht eine Hose. Da ist eine Hose drin. Okay, nicht die beste, aber die nehmen wir einfach mal. Dann würde ich sagen, ich kann mir noch ein Schwert craften, ein besseres. Ich habe absolut keine Ahnung, wo hier genau die Gegner sind. Das wird jetzt auch vielleicht ein kleines bisschen kritisch. Wir geben uns einfach mal Level, gehen jetzt hier nach oben und sobald ich oben bin, gönne ich mir vielleicht einen Speedtrank, je nachdem, wie es hier aussieht. Ach komm, wieso nicht? Einfach mal so einen Speedtrank gönnen hier. Welches Team bin ich? Team 3. Das muss ich mir merken. Und ich habe schon mal mit dem Spinnenkit gespielt vor der Skywars Kids Serie, auch in einem Video damals das erste Mal getestet. Da fand ich das mega cool, aber einfach auch um Leute wegzukomboen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hier finden werde, aber ich werde einfach mal YOLO-mäßig jetzt auf Leute draufgehen hier, oder nicht? Und der ist schon... Ah, ich sterbe. Oh Gott, ich habe es nicht mal mehr geschafft, mich zu saven. Ich wäre jetzt eh verbrannt, von daher ist es nicht schlimm. Also ich verstehe, glaube ich, schon, warum das Kit so gut sein soll auf der Map Labyrinth. Aber ich würde sagen, wir testen jetzt aber erstmal alle anderen Maps hier. Ich hätte da vielleicht mich einfach direkt drüber bauen sollen. Ich weiß es nicht genau. Wir testen jetzt einfach erstmal alle Maps durch und dann gucke ich einfach mal, Freunde. So, wir gucken mal, ob ich noch OP-Stuff kriege ich hoffentlich. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät hier. Habe ich die Dia-Chestplate bekommen? Perfekt. Aber hier ist wahrscheinlich schon alles gelootet. Ich hätte direkt hier rennen. Doch nicht. What? Ich hätte direkt hier rennen sollen. Aber irgendwie ist sogar noch teilweise ein bisschen Stuff. Ich weiß nicht genau wieso, aber egal, dann habe ich schon mal eine Dia-Chestplate. Schuhe sind jetzt nicht die besten, würde ich sagen, aber kann man auf jeden Fall mit leben. Und ich glaube, ich bin mal wieder weg hier. Auf Wiedersehen, Leute. Soll ich einfach irgendwen fighten? Speed habe ich auch. Ich habe noch für 50 Sekunden den Speed-Buff. Ich würde sagen, in der Zeit versuche ich einfach mal, irgendwen wegzukommen oder den hier vielleicht sogar rund... Ja, er kommt und mich natürlich weg, alles klar. Ich habe Speed, aber er kommt und mich weg. Wahrscheinlich, Junge. Jetzt rennt er mir ja noch hinterher. Ich habe eh Speed. Von daher bin ich erstmal weg hier, mein Freund. Ach komm, wie lange kannst du mich denn chasen? Jetzt ist ja auch noch jemand. Tschüss. Ach, als ob der mir jetzt noch hinterher rennt, Junge. Da sind noch andere Gegner hinter dir. Geh doch mal auf wen anders jetzt. Ich regeneriere nicht mal. Ich muss mir unbedingt gleich was geben hier. Ich schmeiß den gleich mit Poison ab, ne? Ist mir komplett egal. Da geh ins Cobweb. So, dann renne ich weiter weg hier. Freunde, ich renne jetzt den ganzen Tag weg. Ich sehe es kommen. Da ist jetzt noch jemand hinter mir. Das ist ja wieder... Das ist ein komplett anderer Spieler, oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Ey, das... Was, hat er sich jetzt hinterhergepölt? Der brennt jetzt auch noch. Junge, was ist denn los mit dir? Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Alter! Da, nimm das. Ich muss mir erstmal ganz kurz einen hiervon gönnen. Und, ey, was ist denn los mit diesen Typen? Ich hätte gerade in der Runde halt echt noch die Enderperle nutzen sollen, um wegzukommen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Typ einfach mich die ganze Zeit chased irgendwie. Da war ich dann auch zu geizig und ich dachte, irgendwann wird er schon wegrennen. Aber dann war halt die heftigste Verfolgungsjagd überhaupt mit am Start. So, hier, das bringt gerade gar nicht mal so viel. Da war auch schon jemand. Hier sollte ich eigentlich einfach den Speed Potion nutzen, in die Mitte rennen, mir OP-Stuff gönnen und wieder zurückrennen. Aber irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, nicht den heftigsten Stuff bekommen. Wobei eine Dia-Chestplate immerhin. Aber irgendwie konnte ich trotzdem mal nur eine Chest looten. Das ist nicht so krass. So, ich habe aber noch für 20 Sekunden Speed. Und hier kommen schon direkt Gegner zu mir, ist klar. Ich sneak hier mal, okay? Ich bin gar nicht da. Warte mal. Hallo, was geht ab? Mal kurz gucken, ob ich den hier vielleicht wegkommen kann. Der muss doch eigentlich schon Schaden kassiert haben. Ich könnte... So, warte mal, was eigentlich mit dir hier? Kannst du mal bitte... Okay, ich sollte auch ein bisschen chillen. Noch einen Goldapfel essen hier. Und dann killen wir... Jetzt werde ich von hinten weggesnackt. Alter, was passiert hier, Freunde? Speed ist jetzt leider vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal nutzen soll für die Leute hier. Weil dann habe ich auch gar keine Tränke mehr. Ich glaube, das ist auch ein bisschen risky dann eventuell. Warte mal, zack, den können wir doch hier... Ich bin tot. Map Phoenix überzeugt mich jetzt irgendwie am wenigsten von den drei Maps. Aber ich teste es einfach nochmal. Vielleicht kriegen wir ja diesmal OP-Stuff, wenn ich schnell genug bin. Ich soll vielleicht... Ah, Junge, ich bin so langsam im Looten hier. Aber hier ist gerade keiner hingerannt. Das heißt, ich
schon mal 2 Kisten. Das ist gut. Hier war jetzt nicht der heftigste Stuff drin, aber ein bisschen was. Wir kriegen sogar 3 Kisten hier. Oh, und das ist schon mal eine viel bessere Kiste. Dialoot ist auf jeden Fall am Start, Leute. Okay, da ist schon jemand. Ich würde sagen, wir gehen zurück und looten nochmal meine Insel hier so ein bisschen. Jetzt chillen die alle hier schon. Was machen die? So, hier ist ein Goldapfel noch mit drin. Das ist perfekt, Freunde. Und ich würde sagen, wir ziehen uns mal an. Aber da bin ich schon mal fast full Dia. Das ist doch mega gut. Vor allem sehe ich gerade. Zack, wir haben noch genug Dias, um uns jetzt Schuhe zu craften. Dann sind wir full Dia direkt. Also, das läuft schon mal besser jetzt gerade. Ich snacke einfach schon mal einen Goldapfel. Speed hält noch 20 Sekunden. Und dann machen wir einfach mal YOLO-Action, würde ich sagen. Hier sind auch schon Gegner, die einfach auch voll viel Dia-Rüstung haben. Wieso haben die auch so viel? So, ich müsste auch eigentlich schneller als die sein. So, zack. Und dann fighten wir beide einfach mal. Ich hoffe, du bist schon fast down, weil du hast vorher schon gekämpft. Und jetzt werde ich einfach mal weggekombot hier, oder was? Alles klar. Oh, geh in die Lava. Alter, wie er sich gesaved hat da gerade. Der hätte eigentlich in die Lava fliegen müssen, Leute. Er ist ein Goldapfel. Flieg in die Lava. Er ist schon wieder nicht in die Lava geflogen. Junge, wie knapp kann das denn bitte sein? Einen Heiltrank gönnen wir uns mal ganz kurz. Vielleicht sollte ich mir wieder Speed geben. Notfalls war der... Jawohl, er ist fast down. Zack, dann esse ich jetzt einfach mal den nächsten Goldapfel hier. Und was hatte der bessere Rüstung für mich? Ich weiß gar nicht genau, ob der irgendwas Krasses hatte, aber es sieht gerade leider nicht danach aus. Oh, da kommt doch schon der nächste. Ah, der hätte noch bessere Schuhe, die hätte ich anziehen können, Freunde. Gebe ich ihm Poison? Wobei, es leben noch 3 andere Spieler. Ich möchte ihm noch nicht Poison geben. Ich glaube, irgendwie... Jawohl, er brennt schon mal. So, wir rennen ihm hinterher. Und er hat auf jeden Fall nichts, um sich zu löschen. So, ich gebe mir auch einen Heiltrank hier. Jetzt will er einen Goldapfel snacken. Ich gebe ihm eine kleine Kombo in der Zeit. Place nochmal Lava, da geht er rein. Und dann esse ich auch mal ganz kurz einen Goldapfel. Komm schon, Junge, ich muss eine Runde gewinnen. Hat er... Jetzt werde ich von hinten angegriffen, Junge. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Jetzt werde ich hier versuchen, wegzusnacken, glaube ich. Warte mal, so... Zack, und du brennst doch immer noch. Wo ist denn der andere Typ, der noch bei mir war? Ne, jetzt kommt er hier hin und will wegsnacken. Ich sag's euch. Zack, zack, bessere Schuhe anziehen. Und der Typ chappt irgendwie raus. Okay, der wollte sich anscheinend gerade irgendwie Stuff geben. Aber eigentlich... Ah, nein, der muss doch fast down sein, oder nicht? Bleib stehen. Ah, da ist der... Oh Gott, da ist der andere. Leute, ich könnte die Runde gewinnen. Die haben beide nicht mal den heftigsten Stuff, sehe ich gerade. Okay, Speed trinke ich doch noch nicht. Ich trinke mal ganz kurz Feuerresistent schon mal zur Sicherheit. Muss mein Schwert wechseln, weil das einfach fast kaputt ist. Oder ich kann mir auch ein Dia-Schwert craften eigentlich eben. Ich hoffe, ich schaffe das zeittechnisch. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, zack, zack, zack. Dia-Schwert ist am Start. Da müsste ich eigentlich noch was essen, aber da vorne ist schon der nächste Gegner. Egal, komm schon, Steak. Und dann fallen wir mal direkt gegen den, würde ich sagen. Der könnte aber auch suben, oder? Der sieht ein bisschen so aus, Freunde. Mit dem Stuff, ich vertraue dem noch nicht so. Okay, der ist direkt down. Vielleicht hat er doch... Da ist der nächste! Okay, den killen wir, den killen wir. Zack. Oh Gott, ich habe Poison komplett daneben geworfen. Nein, 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 nein. Ich werde weggesnackt, ich werde weggesnackt. Ganz kurz Speed trinken hier. Nochmal ein bisschen Cobweb placen. Ich habe zum Glück Feuerresistenz drin. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach YOLO-mäßig da rein, zünden ihn an. Ich muss hier nur weg. Nein! Wie, der hatte ein halbes Herz. GG, ich hätte ihn einfach verbrennen lassen können. Ich bin... Oh, Junge, ich war noch nicht wieder voll regeneriert. Ich versuche mein Glück nochmal auf dem Map Labyrinth. Ich glaube, ich muss nämlich eigentlich direkt hier in die Mitte rennen. So. Oh Gott, die sind alle hier vorne. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sich lohnt, ob ich hier noch was Krasses kriege. Ich glaube, ich habe es nur geschafft, eine Kiste zu looten. Das ist jetzt nicht so heftig. Und mein Mate hat einfach Dia-Stuff hier bekommen. Alles klar. Also mein Stuff aus der Mitte war jetzt schon mal nicht ganz so gut, würde ich sagen. Vielleicht kann ich wenigstens Leute runterkicken hier. Das sieht aber auch nicht so gut aus, Freunde, weil die kriegen einfach alle gar keinen Knockback richtig. Und ich glaube, ich sterbe auch direkt hier. Also Map Labyrinth ist nicht so ganz meins, muss man ganz ehrlich sagen. Oh Gott, bitte killt mich nicht, Freunde. Bitte tötet mich nicht. Mein Mate lebt aber auf jeden Fall auch noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt wieder Speed nutzen soll. Ich glaube, ich chill mal ganz kurz, bis ich voll regeneriert bin und dann gönne ich mir wieder den Speed Boost. Ich kann auch mal ganz kurz versuchen, hier meine Schuhe wenigstens zu verzaubern, wenn ich schon nichts Krasses habe. Okay, Speed würde ich sagen, gönne ich. Oh, wobei, der sieht mich noch gar nicht. So, wir gönnen uns Speed. Wir rennen hier schnell hoch. Mein Mate müsste ja eigentlich auch irgendwo sein. Und dann gucke ich mal, ob ich den Typen hier zum Beispiel runterkicken kann einfach. Und ja, ich fliege genau dahin, wo ich mich nicht saven kann. Alles klar, das ist doch... Ich mag die Map nicht, Freunde. Wir spielen auf andere Maps. Das ist wahrscheinlich die beste Map für das Kit, aber ich kriege das nicht hin. Ich finde die Map komplett kacke. Oh mein Gott, okay, den haben wir fast gekillt. Junge, ich bin nur noch am Craften und alles. Der hat sogar das Soup-Kit. Nee, gar keinen Bock drauf. Junge, ich will noch craften. Ich habe noch keine guten Schuhe oder sonst was. Ich gehe mal ganz kurz hier runter. Ja, ihr lasst mich alle in Ruhe. Dankeschön. So, passt auf, Freunde. Die Map Phoenix, ja, die mag's gut mit mir. Ich sag's euch. Hier holen wir jetzt unseren ersten Sieg. Hoffentlich in der Runde hier auch noch. Das wäre natürlich perfekt, würde ich sagen. Hier sind gerade sehr, sehr viele Gegner. Das gefällt mir nicht so ganz. Ich gehe trotzdem einfach mal auf einen. Renne jetzt aber wieder weg, weil ich nicht weiß, wo die anderen sind. Zack, gehe ins Cobweb. Und dann versuche ich jetzt einfach mal, den irgendwie hier ein paar Free Hits vielleicht zu geben, wenn er im Cobweb ist. Hat nicht ganz so gut geklappt. Da kommt auch schon der nächste Gegner. Aber der gar nicht auf uns, ne? Weil, oh Gott! Okay, da ist schon jemand anderes. Ist das der... Junge, ich weiß nie, ist es jetzt der gleiche oder ist das jemand anderes? Ich glaube, das ist der gleiche, aber noch theoretisch, wenn ich jetzt schon mal einen Goldapfel snacke, müssten wir es eventuell schaffen, den wieder ins Cobweb zu setzen. Free Hit, dann noch ein paar Free Hits und dann gebe ich ihm jetzt eine kleine Combo und komm schon, stirb. Junge,
Das kann doch nicht sein. Überlebt doch nicht so viel. Was ist das denn? Jetzt werde ich weggesnackt. Ich glaub's nicht. Das ist so typisch, ne? Das passiert mir immer. Ich habe so viel Stuff jetzt einfach verschwendet. Aber ich meine, immerhin lebe ich noch, ne? Ich gucke nebenbei, ob hier ein paar Leute ihre Goldäpfel vergessen haben. Das sieht schon mal gut aus. Also gibt's free Goldäpfel. Ich habe auch vorhin erst gecheckt, dass die da drin sind. Das wusste ich vorher selber nie. Kleine Secret, Leute, merkt es euch auf der Map Phoenix. Kann man sich auf jeden Fall immer gönnen. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob ich einen Gegner killen kann hier. Du kriegst erstmal Poison ab, mein Freund. Und ich glaube, für dich gebe ich mal noch eben ganz kurz Speed hier. Ist vielleicht ein bisschen viel. Jetzt sneakt er auf einmal und will nicht kämpfen, oder was? So ist vielleicht ein bisschen... Oh, jetzt werde ich... Dieser Typ mit seiner blöden Eisenrüstung, hat er sich nicht gerade auch schon mit eingemischt? Junge, geh doch mal... Weißt du, die ganze Zeit keine Action, dann fight ich jemanden, dann kommt er wieder. Ich muss eigentlich ihn jetzt erst killen, aber ich habe dem anderen extra meinen Dingenstrank gegeben, so. Ich habe keine Zeit, um gegen dich zu kämpfen hier. So, geh du bitte erstmal... Ja, komm, mich natürlich komplett weg. Ist klar. Ist klar. Zack, geh mal ganz kurz ins Cobweb, dann esse ich noch einen Goldapfel hier und hoffentlich kann ich dich jetzt auch noch killen. So, du bist wieder am Cobweb mit drin und jetzt komm, muss ich dich einfach weg, mein Freund. Zack. Und... Alter, der supt. Ey, es ist auch noch jemand, der supt, Alter. Der spielt mit seinen blöden Suppen und kommt die ganze Zeit nur an, um wegzusnacken. Jetzt kommt von der Seite noch wieder jemand. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Sollen die beiden halt erst kämpfen. So, ich gönn mir nochmal Lava. Ich könnte mir noch einen Lava-Eimer eigentlich ganz kurz holen hier, wenn ich hier Wasser einpacke, dann hier mir Lava hole, so. Problem ist, ich bin immer noch ultra low, also ich hoffe mal, dass jetzt gerade keiner hier hinkommt. Ich versuche einfach noch gerade ein bisschen zu chillen. Es leben auch nur noch zwei andere Spieler, vielleicht gewinne ich noch. Ich sneake erstmal. Okay, ein anderer Spieler noch. Problem ist, mein Speed ist abgelaufen und ich habe keinen Poison-Trank mehr. Also ich spiele jetzt im Prinzip ohne Kit, abgesehen davon, dass ich noch ganz viel Cobweb habe. Mal sehen, wie das jetzt läuft hier. Wo ist denn der letzte Gegner? Der müsste hier vorne irgendwo sein. Ich habe aber halt auch nicht den besten Stuff. Der ist bestimmt, ist er hier unten drin? Oder ist der nebenan? Ich glaube, der ist hier unten. Ah, da ist er. Hi. Was geht ab, mein Freund? Du bist auf jeden Fall schon mal Full Dia. Das gefällt mir nicht. Ich hätte mich nicht in den Cobweb setzen dürfen. Ich mache nochmal ganz kurz so hier. Das ist auch ein blöder Spot hier zum Fighten, Leute. Geh doch bitte einfach. Junge, geh in die Lava. Komm schon. Das kann ich. Ich darf nicht sterben. Ich bin tot, Leute. Och, Mann. Ah, hier war noch Cobweb von mir. Egal. Ich renne nochmal ganz kurz weg. Das wird hier so nichts. Er pölzt sich hier hin. Ich renne halt in die andere Richtung. Ist mir komplett egal. Gib mir Lava. Geh in die Lava. Okay, der ist mal wieder nicht in die Lava gegangen. Ich renne jetzt die ganze Zeit weiter weg hier, würde ich sagen. Und versuche nebenbei ein bisschen Lava zu kriegen. So, zack. Zack. Dann keinen Free-Hit bekommen. Er geht nicht in die Lava, Freunde. Er hat einfach keinen Bock drauf. Er hat wirklich einfach keinen Bock auf die Lava. Verstehe ich aber. Ja, hätte ich jetzt auch nicht so krass Bock drauf. Ich würde ganz gerne nochmal was essen. Ich habe nur noch 7 Cobweb. Und ja, ich öffne die Kiste anstatt zu essen. Das ist mal natürlich wieder super hier. Dankeschön dafür, Minecraft, dass genau da dann die Kiste war. Jetzt habe ich es nicht geschafft zu essen. Werde nicht regenerieren. Und werde ziemlich wahrscheinlich auch einfach sterben. Perfekt. Ich sag's euch, Freunde. Das hier wird jetzt meine Runde. Hallo, mein Freund. Ich hätte ganz gerne ein Dia-Schwert. Wäre cool, wenn du mir das mal ganz kurz hier geben könntest. Ich habe E-Speed. Du kannst dich wegrennen. Dankeschön für dieses Dia-Schwert. Sehr nett von dir. Oh boy, da ist auch schon der nächste. Aber da ist auch jemand. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ich habe keinen Bock, wieder weggesnackt zu werden. Das ist viel zu oft passiert, den Part heute, dass einfach von hinten noch jemand kam und sich mit eingemischt hat. Ich ziehe mich mal zurück. Kann man hier Dias irgendwo abbauen? Ist hier vielleicht auch noch ein Goldapfel drin? Das ist natürlich perfekt. Gibt es hier Dias überhaupt? Nee. Ah doch, da hinten. Jawohl. Weil ich brauche nur noch eine Dia-Chestplate. Dann bin ich zufrieden. Aber das sind ein paar wenig Dias. Oh, hier waren auch noch 3 Stück drin. Okay, ich brauche fast keine Dias mehr, Leute. 2 Stück nur noch. Also wenn ich Glück habe, dann wird das hier noch was. So, Dia-Chestplate haben wir. 2 andere Spieler nur noch. Ich mache das jetzt einfach mal, weil das ist leider sehr verlockend hier, was zu enchanten, Freunde. Und zwar kann ich jetzt hier nämlich Sharpness drauf klatschen. Gegner ist hier gerade nicht in der Nähe. Dann kann ich vielleicht auch noch Protection drauf machen. Perfekt. Auf die Hose kriege ich das, glaube ich. Doch, kriege ich es auch noch drauf. Ich dachte, wollte gerade sagen, kriege ich es leider nicht mehr drauf. Und let's go. Speed habe ich auch noch. Ich glaube, ich nutze das für ihn jetzt hier tatsächlich. Weil ich glaube, der andere ist nicht Full Dia. Ne, der hat nur einen Eisenhelm zum Beispiel. Deswegen würde ich sagen, nutzen wir für ihn jetzt erstmal den Speed-Trank hier. Komm und ihn weg. Dingens will ich noch nicht nutzen unbedingt. Poison. Aber notfalls muss ich das auch gleich machen, wenn er mir jetzt zu gut spielt. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Er hielt sich. Er kommt aber zum Glück nicht weg. Komm schon. Junge, Speed ist so geil. Das kann ja nicht sein. Bitte stirb. Bitte stirb. Bitte stirb. Er schmeißt eine Enderperle. Ich renne einfach mal direkt hinterher. Ich gönne mir auch einen Goldapfel, Freunde. Hat er auch gemacht. Und dann komm schon. Bitte. Ach, egal. Wisst ihr was? Zack, Poison. So, und jetzt müsste ich dich eigentlich easy kriegen, oder nicht? Komm schon. Ist jetzt komplett egal, wie du spielst. Du hast langsam, du hast dein Poison, du kommst absolut nicht mehr weg, egal ob du eine Enderperle schmeißt oder nicht. Ich brauche den Sieg. Ne, du baust dich auch nicht nach oben jetzt. Komm schon. Bitte stirb doch jetzt einfach. Wie viel hältst du denn aus, Junge? Weil da kommt auch schon gerade der andere und will jetzt wegsnacken. Ja, jetzt kommt er natürlich. Perfekt, wo der Kampf vorbei ist. Wie immer, Freunde.
Aber der ist nicht full dir. Ich hoffe, dass ich den jetzt auch noch... Zack, ich pull mich einfach dahin. Ich hoffe, dass ich den jetzt auch noch kriegen kann, sollte, aber müsste ich eigentlich, oder? Wenn er mich jetzt nicht runterkickt, dann... Jawohl, dann klappt das. Wir haben eine Runde gewonnen, Freunde. Es hat noch geklappt. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich hatte auch richtig viel Pech immer, dass, keine Ahnung, jemand zum Wegsnacken kam oder sowas. Vor allem der eine Spieler, der gesoopt hat und immer nur dann kam, wenn zwei Leute gerade gefightet haben, um sich einzumischen. Aber egal. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Falls ihr Tipps für das Pyro-Kit habt... Oh, das kommt als nächstes dran. Perfekt. Ich glaube, es war mein zweites Kit damals. Oder mein erstes vielleicht sogar. Ich glaube, mein erstes. Dann schreibt gerne mal... Oder war Enderman mein erstes? Ich glaube, Pyro war mein zweites. Ach, ich weiß es nicht. Dann schreibt gerne mal Tipps für das Pyro-Kit in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, obwohl ich ja kurz vorm Tilten war und sehr viel Unglück hatte, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns bald bei einem weiteren Video wieder, Freunde. Ciao.